Überschätzen des Einflusses von Eltern. Übel, die wir wahrnehmen, sind aller Regel Symptome der Zeit, Symptome des Verhaltens der Menschen, Symptome unseres eigenen Verhaltens. Also das, was man schon sehen kann an jungen Leuten, ist ja eine gewisse Verzweiflung, ja, die aus einer Übererziehung liegt, weil was haben wir gehört von frühester Jugend an, von unseren Lehrern, dass die Welt untergeht, also dass die Chinesen kommen, dass der Wald stirbt, dass es keine Eisbären mehr geben wird, keine Walfische mehr geben wird, dass der Meeresspiegel steigt, ja, die Atomgefahr. Ich kann mich erinnern, also meine Englisch- und Deutschprofessoren, die waren schon in den 80er Jahren, haben mir eigentlich schon erzählt, dass mit der Welt nicht mehr lang so weitergehen wird. Ja. Ja, dass wir alle von den Nazis abstammen und wir zu Nazis werden. Ja, wenn man da aufpasst, ist die ganze Zeit so. Die ganze Zeit. Und das hat sich im Grunde verstärkt. Hat sich verstärkt. Und was wir jetzt sehen, ist unter jungen Leuten schon eine ziemliche Verzweiflung. Eine ziemliche Verzweiflung, die sich unter anderem in einem völlig irrsinnigen Alkoholkonsum äußert. Also gesoffen haben wir, glaube ich, alle, ja, irgendwann einmal im Jungen. So sinnlos herumgesoffen, aber so wie jetzt gesoffen wird, das ist also unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Wenn man sich fragt, warum ist das so, kommt das aus einer Lebenslust? Ja, wir sagen, nein, es kommt nicht aus einer Lebenslust, es kommt aus einer Verzweiflung und aus einem Unglück. Und worin liegt das Unglück? Das Unglück liegt daran, dass und ich habe viel mit jungen Leuten zu tun, also Studenten auch und Jüngeren, dass die meisten glauben, dass sie in der Zukunft keine Chance haben, dass sie keinen Job kriegen, dass die Ausbildung nicht mehr wirklich was wert ist, dass sich das eh nicht alles so wirklich auszahlt, was sie da machen. Und kann gut vorstellen, dass da ein möglicher Schluss, ein unreflektierter, aber ein möglicher Schluss daraus ist, dass man sich also vorsichtshalber einfach ansauft. Und man spürt sie dann nicht mehr, man spürt die Angst nicht mehr. Und dieses Resultat ist im Grunde eine Folge von Erziehung. Es sind Erziehungsversuche. Man hat versucht, den Menschen zu verbessern, indem man ihm alle Katastrophen dieser Welt überstülpt. Und der Witz daran ist, dass diese jungen Leute, die das permanent gehört haben, was alles so furchtbar ist, für das sie überhaupt nichts können. Ja, sie haben es nicht verursacht und sie können es auch nicht verändern. Ja. Also ich verstehe nicht, warum man das den Kindern da sagt. Ja. Denn es bricht nichts, es wird absolut nichts. Analysieren. Also ein Erziehungsprogramm, das darin besteht, mutlos zu machen. Also wenn sowas einfällt. Aber es ist nicht akkordiert, es war kein Programm in dem Sinne. Also es ist eingeschimpft. Und das war bei mir schon, also ich hab diese Sachen schon gehört, als ich 14, 15 war, von den ganz progressiven Lehrern. Ist das schon losgegangen? Du hast das nicht mehr gehört? Ich habe das schon gehört. Wir haben manisch gehört, was man wurscht spielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es damals offenbar die Zeit noch nicht reif dafür war, dass es in dich reinkommt. Aber heute ist die Zeit offenbar reif, dass es in die Jugendlichen reinkommt. Ne? Ja. Üble Form von uns hier. Gut, ja. Wollen wir vielleicht so ein paar Fragen und Einwände? Ja. Jawohl, jederzeit. Du hast einen Fluss. Dann würde ich es darum bitten. Meine Damen und Herren, wenn Sie Fragen haben, bitte kurz ein Handzeichen geben. Ich komme mit dem Mikro zu Ihnen. Gesprochen, was heute eine große Schlagzeile war in der Zeitung, dass die Bildungsministerin, Frau Dr. Schmidt, und die Gewerkschaft und der Herrn Professor Neugebauer und seinem florierenden Nachfolger die 28. Sitzung absolviert haben zur Reform des Bildungssystems in Österreich. Und da geht es um die Infrastruktur. Die hat sehr viel mit dem zu tun, wie die Erziehung unter Anführungszeichen in der Schule aufgebaut ist. Und das wird nicht angesprochen. Das würde mich interessieren, was können wir als Bürger, vor allem als Eltern, ja, tun, damit dieser Prozess, der sich schon über Jahrzehnte hinzieht, dass dieses Bildungssystem in solche Bahnen gelenkt wird, dass eben diese
diese negativen Einstellungen der Schüler, dieses Gefühl der Chancenlosigkeit in der Zukunft, beseitigt werden kann, dass die Schule ein System ist, das genau das macht, was in dem Buch beschrieben wird, das ich mit großer Freude und großem Interesse gelesen habe, dass die Schüler mit Freude in die Schule gehen und das Gefühl haben, sie werden nicht erzogen, sondern es wird ihnen etwas für ihr zukünftiges Leben geschenkt. Jetzt kann ich Ihnen was darauf sagen, was Ihnen nicht gefallen wird. Wollen Sie es hören? Gut. Also, Sie haben mich gefragt, welchen Rat man den Eltern geben kann. Ja? Und mein Rat wäre an die Eltern, den Gesprächen von der Frau Schmid und dem Neugebauer keine Bedeutung zu geben. Weil es ist bedeutungslos. Das ist nicht das Problem, glaube ich. Ja. Ja. Wir haben auch nicht darüber diskutiert, weil wir alle drei Schlagzeilen abstinent leben. Ich höre das jetzt zum ersten Mal, was du sagen musst. Es ist so, wenn Sie das schlicht historisch betrachten, da gibt es eine andere Perspektive darauf, dass seit Unzeiten reformiert wird, verändert wird und immer die neuen großen Versprechungen da sind, wenn nur. Ja, diese Wenn-nur-Versprechungen sind schon Jahrhunderte alt, ja, und es schien alles sehr plausibel. Also wenn nur das gewährleistet ist und da Mittel hineinfließen und die Infrastruktur sich so ändert und diese Reform durchgeführt wird, alles sind Versprechungen. Es gab noch niemals so viel Bildung unter Anführungszeichen wie heute, aber man hat Zweifel daran, ob es wirklich das Ausmaß an Bildung ohne Anführungszeichen entsprechend groß ist, wenn man den Mittelaufwand betrachtet. Wir sind einer Meinung, dass das, was tatsächlich relevant ist, nicht das, was politisch entschieden wird, weil schlicht, dass das eine Hybris der Politik ist. Man kann diese Dinge nicht kontrollieren und man kann sie nicht rein über Mittelverteilung ändern. Es hat sehr viel mit innerer Einstellung zu tun, mit einer gewissen Berufung zu tun, die eine schwierige, sozusagen respektable Berufung ist, die des Lehrers. Über Pläne lässt sich da also relativ wenig tun, eher noch viel Schaden anrichten. Deswegen denke ich, ist es auch für Eltern sinnvoll, nicht allzu viel Hoffnung einzusetzen, was da sagen, die Politik ausbrütet, sondern sich schlicht nüchtern zu überlegen, okay, die Lage ist so, diese Möglichkeiten gibt es. Was heißt das eigentlich? Was heißt Bildung? Was heißt Erziehung für mich und mein Kind? Unser Buch ist ein Versuch, sich all dieser Facetten bewusst zu werden, weil man es dann sagen, eher im Kontext verstehen kann, dass wir sagen, einzelne Facetten über Gebühr aufblähen und nur noch die sehen, aber all die vielen Aspekte, die sagen, Erziehung eigentlich umfasst, übersehen und also sagen, den Hebel an einer falschen Stelle eigentlich ansetzen. Ja. Ja, da, eigentlich das wollte ich sagen, also wenn man einen Eltern einen Rat geben soll, schauen Sie sich nicht das Bildungssystem an, schauen Sie nicht die Schule an, sondern schauen Sie sich den Lehrer an. Schauen Sie sich diesen Lehrer an, der Ihr Kind unterrichten wird, schauen Sie, wie viel Liebe und wie viel Begeisterung in diesem Herzen drinnen wohnt, weil das wird dann aufs Kind überspringen. Wenn man aber schon erkennt, dass der eh schon am Limit ist und eigentlich keine Begeisterung mehr hat für das, was er tut, weil es ihm vielleicht genommen wurde von einem System, dann sollte man seine Kinder fernhalten. Ich habe das jetzt selber, mein Kind, meine Tochter ist in einer Schule, ist keine normale Regelschule, ist ein anderes Schulsystem, aber die Hauptlehrerin ist, ich sage es jetzt mit Verlaub, auf Floschen. Und daher werden wir jetzt die Schule wechseln. Nicht, weil das Schulsystem wird schlecht ist, weil leider diese Lehrerin halt einen anderen Beruf schwänzt, sage ich jetzt einmal vorsichtig. Ja. Ich würde Ihnen gerne drei Fragen stellen. Also wir sind nicht zu dritt. Also jeder kann sich eine auswählen. Einmal zur Chancenlosigkeit. Es gäbe keine Jobs. Also vor kurzem habe ich an einem kleinen Treffen mit dem hiesigen Polizeipräsidenten teilgenommen. Der sagte, die Polizei sucht Leute. Von 7 Stellen, die ausgeschrieben werden, kann man aber nur eine nehmen, weil 6 das Niveau nicht erfüllen. Also Jobs wären da, aber 6 erfüllen das nicht.
Laut OECD-Statistik können bekanntermaßen 28% nicht lesen und schreiben. Es ist offenbar nicht Verzweiflung eingerissen, sondern eine unglaubliche Bequemlichkeit, um nicht zu sagen Faulheit. Wenn ich höre, dass in der Schule die Kinderchen sitzen, alle mit irgendeiner Getränkeflasche und was zum Essen, weil sie nämlich 2 Stunden nicht aushalten können bis zur Pause, sondern offenbar vor Durst und Hunger dann zusammenbrechen, dann kann ich nur sagen, ist das also ein totaler Abweg. Zu meiner Zeit wäre man nicht auf die Idee gekommen, dass man während des Unterrichts frisst und säuft. Also hier ist es mittlerweile gang und gäbe. Und das ist dann keine Verzweiflung, sondern es ist also eine Bequemlichkeit, um nicht zu sagen Faulheit. Das ist also meine erste Frage zu sogenannten Chancenlosigkeit und Verzweiflung. Das kann man ganz, ganz anders sehen. Das Zweite ist, Sie haben gesagt, also es sei wichtig für die Kinder, sich ja so ein bisschen abzuschotten und selbst zu erziehen und Zeit zu haben. Daraus entnehme ich, dass Sie alle drei, denn alle drei haben solche Argumente gebracht, radikale Gegner der Ganztagsschule sind. Wäre aber für eine ausdrückliche Bestätigung dankbar. Sie haben diese Begriffe ja alle tunlichst vermieden. Meine dritte Frage ist, was also nun die Erziehung betrifft. Wir haben gerade ein Hochwasser erlebt. Es ist also wichtig für Leute, ein gewisses soziales Verhalten zu lernen. Zu lernen, dass man anderen hilft. Das ist nicht selbstverständlich. Die Leute sind von Natur aus schon ein bisschen egoistisch. Das muss man ihnen schon beibringen und Leute erziehen, dass sie das tun. Also Erziehung hat viele Facetten. Unter anderem das soziale Verhalten, die Hilfsbereitschaft scheint mir ein ganz wesentlicher Bestandteil zu sein. Und da kann man nicht das einfach so sagen, wer soll das mal selber machen. Nein, nein, gewisse Dinge muss man schon beibringen. Darf ich? Wir gehen ja leider in 5 Minuten schon davon laufen, meinen Finger zu erwischen. Deswegen versuche ich da ganz kurz darauf einzugehen. Radikale dagegen gegen eine Ganztagsschule? Nein, es geht immer um die Frage, etwas als System für alle. Und dann ja, bin ich zumindest, nur für mich zu sprechen, radikaler Gegner von jeder Methode. Jeder denkbaren Methode, auch nicht in die Schule zu gehen oder sonst wie, wenn ich das aufblähe, als Zwangsempfehlung für jedermann, ja, dann ist das klar dagegen, weil es nicht einen Maßstab gibt, der für alle Kinder richtig ist, in jeder Situation richtig ist, mit allen Bedürfnissen das richtig ist. Und das ist halt die große Problematik, wenn das zu politisch wird, die Bildungsdiskussion. Da hat jeder sein Lieblingsrezept und seine Vorstellung, was schief läuft, oft anekdotisch. Das hat alles seine Richtigkeit, aber es steht halt in einem gewissen Kontext. Ich glaube nicht, dass es das auch wieder ein systemisches Grundproblem ist, das zu wenig gemacht würde. Also dass man nur noch etwas mehr Druck auf die Kinder ausüben müsste, um eine gewisse Leistung, ein Leistungsniveau zu erreichen. Das sehe ich nicht so. Ich glaube, das erstaunliche Wahrnehmung der meisten Eltern, mit denen ich spreche, ist, dass die Kinder unglaublich viel machen und machen müssen. Diese Resultate sind also ein bisschen ernüchternd, aber es liegt nicht daran, dass sie so furchtbar faul werden. Also da wird wirklich viel für die Schule getan, in den meisten Familien. Also es sind auch hier eher symptomatische Hinweise, dass etwas grundlegend schieflaufen könnte oder falsch sein könnte. Und jetzt immer mit diesen einzelnen Empfehlungen zu kommen, entweder es mangelt an Disziplin oder es gibt zu viel Disziplin, es wird zu viel vorgeschrieben und zu wenig vorgeschrieben, all das für sich genommen ist immer eine ideologische Verzerrung. Natürlich gibt es Disziplinprobleme in jedem Kontext und es mag schon sein, dass heute die Ablenkungen viel größer sind, da bin ich ganz bei Ihnen, nur man kann diese Dinge nicht bewusst durch Kontrolle beheben. Ja? Ein Kind entsprechend Leistungsresultate nicht bringt, dann bringt ihm das relativ wenig, da noch den Druck zu erhöhen in einem schon dysfunktionalen System. PISA ist da ein Vorwand dazu, das Bestehen noch ein bisschen mehr Druck zu machen. Und da kann ich Ihnen schon vorhersagen, dass die Resultate noch schlechter sein werden. All das ist schlicht eine falsche Kausalität in der Warnung. Es gibt die einzig richtige Antwort für alle nicht. Ja, da sind wir als radikaler Gegner jeder einzig richtigen Antwort für jeden Schüler und damit grundsätzlich jeder Bildungspolitik.